Abgeordnete Dr. Bernd Baumann für die AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Großer Aufruhr jüngst Herr in Frankreich. Herr Baumann, das war ein kleines Missverständnis. Wie bitte? Es sitzt hier gerade eine Präsidentin. Ach so, ich beginne noch mal von vorne. Warte noch mal von vorne. Gut. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, großer Aufruhr jüngst in Frankreich. Ein Brandbrief, eine Warnung. 1000 hohe Offiziere, darunter 20 Generäle, hatten den Mut, das Scheitern der Integration offen zu benennen. Ganz unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten treffen aufeinander, unvereinbar und immer gewalttätiger. Frankreich drohe der Bürgerkrieg. Wörtlich, die Gewalt nimmt von Tag zu Tag zu. Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass Lehrer vor ihren Schulen enthauptet würden? Bei uns sind die Probleme nicht viel kleiner. Nur traut sich hier niemand so offen darüber zu reden. In Umfragen sagen 78% der Deutschen, sie haben Angst, offen über kritische Themen zu reden wie Migration. Fast 80%. Das ist Ihre Schuld. Sie entfachen ein Klima der Einschüchterung. Sie demontieren unsere Demokratie. Schlimmer noch, selbst Wissenschaftler trauen sich hierzulande nicht mehr, negative Folgen der Integration zu untersuchen. Einer der führenden Migrationsforscher in Europa, Rüd Koopmans von der Berliner Humboldt-Universität, klagt jetzt an, wörtlich: Es wird nur die Forschung gefördert, die politisch erwünscht ist. Wenn es um Integrationsprobleme geht, darf nur politisch korrekt gefragt werden. Fragen lauten dann: Wo werden Migranten diskriminiert, ausgegrenzt, von Teilhabe ausgeschlossen? Schuld sind da meistens die Deutschen. Nicht erforscht werden kulturelle Wertvorstellungen und Verhaltensmuster, die Migranten aus ihren Herkunftsgebieten mitbringen und die auch Integration behindern können. Solche Forschung wird finanziell ausgetrocknet, denn so Koopmans, an der Integrierbarkeit fremder Kulturelemente dürfe hierzulande nicht gezweifelt werden. In Deutschland werden also Forschung und freie Wissenschaft unterdrückt, weil Sie alle hier die Antworten fürchten, weil die nicht in Ihr linksgrün verzerrtes Weltbild passen, meine Damen und Herren. Die türkischstämmige Soziologin Necla Kelek mahnt, die massiven Kulturunterschiede sind so groß, dass sie wörtlich danach schreien, empirisch untersucht zu werden. Danach schreien. Sie hat recht. Vieles in Deutschland entwickelt sich geradezu dramatisch. Kelek verweist auf die Frauen, die in Frauenhäusern Schutz suchen vor ihren Männern, und vor denen sind 80% aus dem muslimischen Kulturkreis kommend. Ein weiteres Beispiel ist die Verstümmelung der Genitalien von Frauen und Mädchen. Hierzulande erlebten diese Tortur bereits 70.000 Frauen und Mädchen, oft ohne Betäubung. Dazu aber tausende Zwangsehen, Kinderehen, Verwandtenehen, Ehrenmorde. Allein in Berlin 6.000 Zwangsehen im Jahr. All dies wollen die Altparteien nicht wahrhaben. Hier zeigen sich völlig andere Menschenbilder. Das sind die schmutzigen Seiten von Multikulti. All das blenden sie aus, um weiter ihrer Utopie, ja geradezu Religion von Buntheit und Vielfalt zu huldigen. Und das kann so nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Ähnlich ist es mit den eingewanderten orientalischen Clans in mittlerweile fast allen deutschen Großstädten. Terrorisieren sie ganze Stadtteile, kassieren Schutzgeld, handeln mit Drogen, mit Frauen, mit Waffen. All diese Menschen bringen ihre Kultur mit. Die Polizei spricht von ethnisch-kultureller Kriminalität. Das Landeskriminalamt NRW sagt wörtlich: Tradierte Verhaltensmuster aus den Herkunftsländern werden in Deutschland weitergelebt. Also entstehen auch Clans nicht durch Diskriminierung und Ausgrenzung, sondern durch die mitgebrachte Kultur. Diese Hintergründe müssen wir besser erforschen. Sie stemmen sich verbissen dagegen, weil sie die Realität auf unseren Straßen schlicht nicht wahrhaben wollen, meine Damen und Herren. Auch auf Wirtschafts- und Arbeitsmarkt kann sich die Kultur auswirken, sagen Experten wie Wolfgang Horst Reuter. Er war 38 Jahre bei den Vereinten Nationen, auch als UNESCO-Direktor in arabischen Ländern lange Jahre. Er lernte dort, Verhaltenskultur und Mentalität können auch die wirtschaftliche Entwicklung hemmen.
In der orientalischen Großfamilienkultur gäbe es Dinge wie Loyalität, Verlässlichkeit und gute Zusammenarbeit meist nur innerhalb von Familienverbänden. Darüber hinaus wird es problematisch. Vertrauen, Teambildung, präzise Zuarbeit in westlichen Firmen selbstverständlich sind oft nur schwer möglich. Also auch bei Arbeitskulturen gilt Reuters Zitat, beide Welten sind wenig kompatibel. Nehmen Sie das endlich zur Kenntnis. Auch Arbeitsmarktprobleme müssen nicht von vornherein Folge von Diskriminierung sein. Sie könnten auch kulturelle Hintergründe haben, die wir vielleicht nur sehr schwer ändern können. Das müssen wir besser erforschen. Ein ähnliches Bild an unseren Schulen. Forscher stellen zum Beispiel fest, dass Schüler vietnamesischer Herkunft den Sprung aufs Gymnasium sehr schnell schaffen. 64% schaffen das. Fünfmal häufiger als türkischstämmige Schüler, fünfmal so häufig. Dabei starten die Migranten aus Vietnam mit ähnlichen Vorbedingungen, mit ebenso geringen Deutschkenntnissen, kommen aus ähnlich niedrigen sozialen Schichten und haben ein ähnlich geringes Bildungsniveau als Ausgang wie die aus der Türkei. Auch hier gilt, der jeweilige Bildungserfolg basiert, so die Forscher wörtlich, auf den unterschiedlichen ethnisch-kulturellen Traditionen. So kann man sämtliche Gesellschaftsbereiche durchgehen. Der wohl weltweit renommierteste Migrationsforscher, Professor Paul Collier von der Universität Oxford, sagt wörtlich, es gibt, so unbequem dies auch sein mag, erhebliche kulturelle Unterschiede, die wichtige Aspekte des sozialen Verhaltens prägen. Und Migranten bringen diese Kultur mit, so Collier. Und Teile dieser mitgebrachten Kultur behindern bei uns nicht nur die Integration der Zuwanderer. Schlimmer, sie drohen bei anhaltender Massenzuwanderung unsere deutsche und europäische Kultur zu verändern, unsere Identität, unser kulturelles Selbst in eine Richtung, die wir nicht wollen und die auch die Mehrheit in Deutschland und Europa nicht will, meine Damen und Herren. Für die CDU- und CSU-Fraktion hat nun der Kollege Christoph De